Es ist 7:30 Uhr morgens und mir fällt nichts Besseres ein, als eine neue Mario-Session aufzunehmen. Ja, der letzte Run war so kurz und ich habe richtig Bock auf einen weiteren. Vor allem, weil ich hier versuchen werde, so viele Sterne wie nur irgendwie möglich zu sammeln. Ja, auch mehr als 88. Tick-Tock-Clock. Dass ich mir dachte, ich werde das jetzt nochmal machen. Warum denn nicht? Ich will's. Ich habe so richtig Lust darauf. Oh, hi. Oh ja, ich bin schon vorbei, ey. Erste Müdigkeitserscheinungen. Na, siehst du, ey. Wird ja jetzt schon nichts mehr hier. Ich muss doch diesen Stern bekommen. Ja, dass ich einfach das jetzt durchziehen will. Vor allem, weil nach diesem Run ein sehr langes Projekt starten wird. Und vorher möchte ich noch was Kurzes machen. Naja, so kurz wie es eben wird. Obwohl ich jetzt möglichst viele Sterne abgreifen will. Das ist eigentlich meine Glückszahl diesmal. Muss meine Glückszahl noch prüfen. Ja. 1, 7, 3, 4, 6. Haibu. Und dann nehme ich also extra. Wow, das ist das große Auge. Ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe bloß noch weiß. Dann nehme ich also extra früh am Morgen auf. So früh wie noch nie zuvor. Nur, damit ich jetzt also neue Videos bringen kann. Oh, der ist jetzt drin. Ja, sonst würde ich ja noch mal ein paar Tage warten. Ich wüsste gar nicht, wann ich sonst aufnehmen soll am besten. Also muss auch mal sowas Ungewöhnliches sein. Also ich bin halb im Schild gewesen. Das ist auch völlig normal. Eye to eye in a secret room. Naja, eher eye to sign. Die fliegen schon wieder hier munter rum. Was ist denn da drin, ey? Also diesmal werden es keine 11 Folgen, so viel kann ich sagen. Das wird kein Kurztrip. Wenn ich versuche, möglichst viel zu sammeln. Und dann ist ja auch irgendwo der Sinn dahinter. Ich will ja jetzt einen langen Run machen. Yeah. Ich habe das schon im Weiteren gesehen. Oh Mann, er springt schon wieder auf die Treppe. Metalhead Mario can move. Ja, der normale kann es aber besser. Habe ich gerade eindrucksvoll bewiesen. Was ist denn hier? Oh! Bob Omb Battlefield an so einer ungewöhnlichen Position. Und ich bin, glaube ich, ganz oben, oder? Yeah. Also ich hoffe, dass es euch jetzt nicht zu früh ist, dass ich direkt einen weiteren Run aufzeichne. Wie gesagt, 11 Folgen, hallo? Das war vorbei, bevor es angefangen hat, gefühlt. Und ich habe eben wirklich Lust auf so einen Run, der vielleicht an die 100 Sterne geht. Also ich gehe schon davon aus, dass ich 100 oder sogar noch mehr machen werde, weil ich wirklich auch Münzen sammeln möchte mal. Ja, die 100 Münzen Sterne werden also auch einbezogen diesmal. Und das ist ja direkt scheiße. Noch was. Sollten wirklich mal Sterne dabei sein, die ich so gut wie gar nicht erreichen kann, beziehungsweise die wirklich unmöglich sind. Dann könnte ich mir vorstellen, das wieder wie im ersten Run zu machen, dass ich dafür den anderen Seed verwende, einfach nur damit die Zahl steigt. Was ist mit der Bombe da eigentlich los? Ich weiß nicht, ob alle Frames eingefangen werden, aber die flippt da gerade so ein bisschen aus, ey. Ja, da musste ich schon was schneiden, weil ich wieder zu doof war. Und selbstverständlich werde ich erneut probieren, möglichst wenig zu cutten. Und ja, das wird für manche wieder wie Kacken klingen. Ich habe es jetzt extra probiert, so genau wie möglich zu betonen. Aber die Leute werden trotzdem wieder Kacken verstanden haben. Geht das hier schon? Auch wenn hier noch kein Licht runterscheint? Nö, schade. Hätte ja sein können. Mach mal auf hier. Geht's noch nicht? Oh. Die war so schick, oder, Toad? Die haben noch keine Sterne, ich werde also gar nicht erst gucken, ob der was hat. Ja, und so langsam werde ich wach. Ich hatte ja Angst, dass ich mich 10.000 Mal die Minute verstammel. Aber ich denke, so allmählich bin ich bereit, auch über 3 Stunden hinweg zu labern. Will ich das jetzt schon machen? Wieder aufschieben.
Ich will schon wieder diese Kackmissionen aufschieben, obwohl ich die eh machen werde, wenn ich die 100 Sterne plus angehe. Ja, 100 Sterne plus, weil ich gehe erstmal an 100. Denke aber, dass ich halt noch mehr als 100 sammeln möchte. Und das hier ist ja, also, was ist denn da los? Ich kann in diesem Raum quasi alles vergessen soweit, weil in dem Schiffsgemälde, da ist eine Spezialwelt. Hier ist eine Spezialwelt in dem Loch, wo eigentlich das Aquarium wäre. Das heißt, da muss ich auch nie wieder hin. Und ich komme gerade sowieso nicht klar. Ja, ich kam da gerade nicht hoch. Muss auch diese Mission nicht machen, bis auf die roten Münzen. Also warum sollte ich mich da jetzt weiter abmühen, dieses scheiß Gitter lang zu krabbeln, wenn ich da sowieso zu doof bin? Und das ist ja lustig. Die zweite Welt ist auch die zweite Welt. Also das ist ja das Gemälde von Welt 2. Ja gut, das ist ja leicht zu merken dann, ne? So, wo will ich was machen? Hallo, guck mich nicht so an, ey. Schielt er da erstmal an der Seite mich an, ey. Ich hab da noch einen gesehen weiter unten. Kamera, ja genau, den meine ich. Jetzt könnte ich ja direkt wieder reinjumpen. Es war langweilig. Warum sollte ich mehrmals hintereinander dieselbe Welt spielen am Anfang? Nee, komm. Wir wollen alle Abwechslung, weiß ich. Deswegen. Nö. Erstmal so weiter rumgucken. Ui. Ah, die geht. Ja, danke Mario. Ich habe mich eigentlich bloß zur anderen Seite gedreht, aber wenn du die Meldung nochmal lesen möchtest, bitte sehr. Oh, cool. Also, das freut mich, dass die Türe nicht so viele Sterne brauchen, bis sie aufgehen. Dann muss ich da nicht so lange warten, bis ich die mal machen kann. Geht das hier? Oh, du bewachst die Tür, ja? Ey, du kommst da nicht durch. War das jetzt ein Countdown? Habe ich das richtig gesehen? 3, 2, 1, um die Türen zu öffnen. Ja, hier kann ich auch erstmal gucken. Ja, ich gehe es gemütlich an, ne? Ja, oh, ja, 3, 2, 1, 37. Ich verstehe schon. Und was ist hier? Oh, ja, ja. Nochmal die Animation. Oh, mach mal auf hier. Aufmachen. Ja, ich kann wieder viel erreichen am Anfang. So soll es ja auch sein. Ich möchte nicht auf zwei Welten limitiert sein. Und was ist jetzt hier? Bitte nicht wieder Tiny Huge Island. Ey, sag mal, was ist denn los? Ich erwische hier alle Spezialwelten. Das bedeutet allerdings auch, dass bei Hazy Maze, bei dem Ungeheuer, wahrscheinlich eine Welt sein wird mit 6 Sternen, beziehungsweise 7 mit dem 100 Münzen Stern. Ja, also, wie gesagt, ich gehe es gemütlich an. Ich möchte dann nochmal schauen. Ich brauche keine 10 Sterne im ersten Part der neuen Session, des neuen Runs. Wie auch? Muss ja nicht zwingend so sein. Wenn ich mich erstmal umschaue, gucke, wo was ist, dann ist doch Zufall, wie viele Sterne ich erstmal kriege. Jeder Run verläuft komplett anders. Es kann auch sein, dass ich jetzt in der zweiten Folge 50 Sterne nehme. Vielleicht nicht, also da habe ich jetzt etwas übertrieben. Aber es könnte doch durchaus sein, dass ich da mehr Sterne hole, weil ich dann genau die Welten finde oder die Sterne, die easy sind. Ja, hier unten sehe ich erstmal nichts. Ne? Das ist ja jetzt scheiße. Aber ja, ich habe richtig Lust, also ich muss es wirklich so sagen, auch wenn ich jetzt eine sehr kurze Pause gemacht habe bis zu dem Run hier. Ich habe so viel Elan jetzt, auch früh am Morgen, obwohl ich eigentlich total verschlafen sein sollte. Aber wenn ich das extra mache, wenn ich das mache, nur um endlich wieder Videos zu bringen und ich noch eine Woche pausieren will, dann ist doch klar, da steckt Pfeffer dahinter. Der Junge, der hat richtig jetzt Lust, euch was zu zeigen. Ja, oh, Rainbow Ride bei dem Spinnbild. Ich mag, dass die... Ich mag, dass die Welten jetzt auch etwas mehr durchgeschaffelt sind. Damit ich da... Wow, fast runterfalle, nö. Damit ich da auch mal wieder andere Konstellationen habe. Nicht so wie im dritten Run, wo sehr viel ähnlich war wie im zweiten. Gut, also dass jetzt Welt 2 genau da ist, wo Welt 2 normalerweise ist. Dann ist vielleicht etwas lame, aber auch nicht so tragisch. Ich krieg meine... Ja, danke, ich wollte das Leben noch haben, eben. Aber ich glaube, mehr ist auch... Ups, doch!
Ich denke mir immer, wenn ich da bei dem Schiff starte, dass ich dann nirgendwo hinkomme und in dem Fall war es zumindest halb so. Also ich hätte irgendwo hinkommen können, wäre ich nicht so ein Trottel gewesen. Boah, Uhrturm. Yeah, freie Auswahl. Ah, Scheiße. Komm rin, Mario, komm. Du weißt, ich will nichts schneiden hier so weit. Also verhalte ich nicht wie so ein Depp. Ey, geil. Sieht ja auch so ein bisschen aus wie so ein hoher Turmbereich, oder? Also, dass man jetzt hier richtig weit nach unten rutscht, könnte ja sein, dass das das Innere von der Uhr ist. Ja, ich habe da sehr viel Fantasie, ich weiß. Aber ich versuche vielleicht so ein bisschen mir die Welten einzuprägen, wo die sind, beziehungsweise was dahinter ist. Und das war scheiße. Oh wow. Wo ist denn... Ah, fuck. Da habe ich nicht mal die Box geguckt, wo die ist, weil ich dachte, ich schaffte mit der Zeit. Also man merkt, ich gehe es völlig geschillt an. Ich habe erst 6 Sterne in dieser ersten neuen Folge. Ist mir doch egal. Mir doch egal, Leute. Ich muss nicht wieder nur 11 Folgen machen. Mann, ich hatte schon geguckt, aber ich dachte, vielleicht habe ich jetzt da genug. Aber weißt du was, dann gehe ich hier nochmal rein. Was waren hier nochmal? Halt schon wieder vergessen, weil ich scheiße bin. TikTok-Clock, na siehst du. Wow. Auch eine. Wow, ich bin im Käfig. Mario, nein. Oh Gott. Nein. Wow, 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 wow. Alter, was mache ich? Ist da was drin? Ah. Ja, Münzen sind da drin, ist egal. Nein, ich werde jetzt nicht dieses komische Wendler-Meme bringen. Egal! Weil mir das schon jemand in Skype die ganze Zeit schickt. Täglich. Muss nicht sein, dass ich das jetzt auch noch hier groß an die Glocke hänge. Mann, 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 Mann. Also gucken wir weiter. Das Aquarium. Badadadam. Machen wir das doch mal, ne? Ist der Spezialweltstern schon mal weg? Ich würde gerade sagen, ich sehe hier keine einzige rote Münze. Habt ihr die in andere Welten gestopft? Ist in einer Welt plötzlich mit 14 Münzen zu rechnen hier? Nö. Ach, die sind alle am Boden. Es herrscht eine andere Gravitation. Plötzlich. In diesem Aquarium. Und da unten noch schnell. Schwimm, Mann! Jo. Geschafft. Naja, fast geschafft. Dö. Okay. Ja, der ist auch ziemlich nah am Boden. Damit ich mich auch nicht verirre, in diesem riesigen Raum hätte ja sein können, dass ich noch 2 Stunden brauche, sonst... Nö. Alles easy. Ja, ich habe ja gesagt, hier ist nichts weiter. Jetzt habe ich mir wieder nicht gemerkt. Doch, ich glaube, es war die Tür links oben, die ich jetzt aufmachen kann. Da war das mit der 1, oder? Okay, ich bin doch nicht ausgeschlafen. Naja, dann eben die Seite. Ist hier vielleicht mal eine Welt mit mehr Sternen? Das wäre doch was. Oh, hier ist Tall Tall Mountain. Das ist ja interessant. Also ja, mir gefällt die Aufteilung der Welten in diesem Run. Da habe ich richtig Spaß. Und was ist denn das da? Wie cool ist die Atmosphäre denn, dass der Stern hier ist? Versteckt. Hinter dieser Felswand, ey. Muss ja erstmal tauchen, um da hinzukommen. Also schwimmen er. Ja, okay, ich werde es vielleicht schaffen. Hoffe ich. Bist du weit oben? Oh, es hat funktioniert. Mit einem weiteren Minischnitt, der etwa 10 Sekunden betragen wird, aber naja. Ist dann so. Ich muss euch nicht zeigen, wie ich da verzweifelt rumhampel. Vor allem, wenn ich da nichts groß zu sagen habe, dann. Oh, 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 oh. Also, das ist schon mal nice. Das ist nicht nice, dass ich da fast attackiert werde.
Hier sind also die Tornadi. Ja, das ist nicht die Mehrzahl von Tornado, ich weiß. Ich wollte nur lustig sein. Entschuldigung. Ich mach's nie wieder. Ich bin doch von dem Oktopie begeistert. Bei der einen Sonntagsfolge, die ich jetzt gemacht habe, dass derjenige das richtig gemacht hat. Dass ich mir dachte, ich muss jetzt in einem anderen Video eine falsche Mehrzahl benutzen. So, wo ist denn der Stern jetzt genau? Der ist ja gar nicht hier auf dem Pfad, ey. Ach, Kacke. Ach, du Kacke. Oh nö, ey. Ja, super. Das komplette Momentum war weg, weil ich da geplättet wurde. Dann will ich den jetzt auch gar nicht versuchen, um ehrlich zu sein. Das hebe ich mir für später auf. Machen wir einfach ganz easy den Adlerstern, den Geierstern. Ich sag das jedes Mal anders, ich weiß. Jo, dann ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Was machst du denn da, ey? Willst du die Pyramide hochfliegen? Und leben hier. Mist, ey. Ich glaube, ich verliere all meine... Ja. Ich wollte jetzt stoppen vor der Box, dass ich da nicht meine Lebensenergie verliere. Aber dann ging das nicht gut aus.